Ahoi, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac. Nachdem ich gestern den ganzen Samstag eigentlich mit irgendwelchen technischen Problemen gekämpft habe, seien es die Skyrim-Safe-Games oder auch die Aufnahme insgesamt, die irgendwie nicht mehr funktionierte, möchte ich heute Morgen jetzt einfach mal mit einer ganz, ganz entspannten Runde Isaac starten. Und das Schöne daran ist, selbst wenn die Aufnahme jetzt wieder nichts wird, aus irgendwelchen Gründen, die ich hoffentlich eigentlich behoben haben sollte, ist das bei Isaac auch nicht ganz so schlimm. Dann wiederhole ich den Run einfach. Meine Güte, in anderen Spielen könnten wir da unter Umständen Probleme kriegen. Also hey, starten wir das Ganze einfach mal mit einer Runde Isaac. Ich habe sowieso gerade Lust, Isaac zu spielen, weil ich weiß nicht warum. So, wir starten. Mein schlaues Büchlein sagt mir, ich habe mit dem guten Isaac, dem ich tatsächlich heute auch wieder spielen möchte, alles geschafft, außer die Chest. Und ich möchte eigentlich ganz gerne einen Chestrun machen. Also würde ich sagen, wir machen einfach mal einen Chestrun hier mit Isaac und gucken mal, wie weit wir kommen. Dann hätten wir sowohl mit Isaac als auch mit Maggie alles schon einmal abgeschlossen. Und ich denke, das ist ein ganz guter Start für die Chest-Ära oder wie auch immer man das gerne nennen möchte, die jetzt ja quasi anbricht. Außerdem ist Isaac kein allzu schwerer Charakter und ich muss gerade erstmal wieder ein bisschen einspielen, nachdem ich hier wieder tagelang keine Zeit hatte, um irgendwie ordentlich zu zocken. Ist das vielleicht gar nicht so schlecht? Na komm, geh vielleicht. Nein, nach unten könntest du gehen. Nach unten und dann da die Bombe. Genau, komm, nee, die Bombe noch ein Stück. Aha. Ich wollte die Bombe eigentlich ganz gerne unten an der Wand haben, weil da könnte unter Umständen der Geheimraum sein. Wir haben zwar eine Bombe von Anfang an, aber das muss nicht heißen, dass wir das auch irgendwie da finden können. Oh, 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 geh weg. Geh weg. Erstmal mache ich, glaube ich, die normalen Gegner kaputt hier. So, einer schon mal. Ah! Weniger. Das war close. Das war close. Aber kein Problem. Und das ist zum Glück ja auch keiner, der schießt. Das ist schon mal gut. Okay. Jetzt muss ich irgendwie die hier abmurksen. Autsch. Da hat er mich erwischt. Das war nicht gut. Aber ich weiß auch nicht, oh oh, wie ich das besser hinkriegen soll. Hier sind ganz schön viele Champions in diesem ersten Stockwerk, muss ich ja mal sagen. Machen wir das mal so. Und du kriegst dann direkt von hier auf die Mütze. Genau. Das war doch schön. Okay. Ich hole mir mal lieber das Herz von da oben schon mal. War jetzt nicht so glorreich, dieser Raum, aber ich muss auch sagen, der Raum war nicht ohne. Kann man nicht anders sagen. Also hier mit dem... Mit den zwei Champions und dann in so einem engen Raum ist nicht unbedingt schön. Das darf auch mal in die Hose gehen dann. So, gucken wir mal, was wir hier so kriegen. Das ist das Harlequin-Baby, oder? Das Harlequin-Baby ist eigentlich ganz nett. Ich zeige das mal gerade. Das schießt so neben meine eigenen Schüsse quasi. So zwei, die etwas schwächer sind, in einem Winkel ab. Das ist eigentlich ganz nett, weil so trifft man natürlich deutlich besser. Das möchte ich dann auch gar nicht rerollen. So. Vielleicht können wir noch ein Boss-Item rerollen, damit wir irgendwas Besseres kriegen. Mal gucken. So, hier dürfte eigentlich der Geheimraum sein. Na, das war der falsche. Der falsche Button. Da ist aber nicht der Geheimraum. Das wundert mich ein bisschen. Wo sollte dann der Geheimraum sein? Das ist aber komisch jetzt. Egal, na toll, Steven. Ich würde sagen, da wird das Rerollen auch nicht viel bringen. Schade eigentlich. Aber da können wir nicht viel machen. Da haben wir schon zwei Begleiter. Ich sehe, das wird ein begleiterreicher Kampf, wollte ich schon sagen. Ein Run wahrscheinlich so insgesamt. Es sei denn, kann man das Rerollen, was man von Steven kriegt? Ich weiß es nicht. Ich bin auch immer nicht so sicher. Es heißt ja, von Steven gibt es mehr. Uah. Ja, boah, knapp dran vorbei. Von Steven gibt es mehrere Items. Ich weiß es leider gar nicht. Ich hatte von Steven bisher immer nur Little Steven, muss ich sagen. Ich kann ja gleich einfach mal rerollen und gucken, ob es da noch was anderes gibt. Ein bisschen Glück kriegen wir das dann ja sogar. So. Das ist auch gar nicht. Das ist nicht Little Steven, oder? Nee, das ist Steven. Das ist ein Damage-Up einfach nur, tatsächlich. Aber das ist auch besser. Also das habe ich lieber als jetzt noch den Steven-Follower, weil ein Follower reicht gerade erstmal. Auf dem ersten Stockwerk ist das schon ganz in Ordnung so. Und das ist auch definitiv einer der besseren, meiner Meinung nach zumindest. Ich mag das Harlequin-Baby eigentlich ganz gerne. Da gibt es deutlich schlechtere Follower, die man kriegen kann. Da gibt es gar nichts, langweilig. Und was haben wir denn hier unten? Ganz viele Leute, die sich gegenseitig oder selbst töten. Nicht wirklich gegenseitig, sondern nur selber. Aber immerhin. Die töten sich selber. Ich würde sagen, selber schuld. Boah, sau komisch.
Okay, ist gar nichts drin. Das ist ja fad. Ah, ein Challenge-Raum. Da möchte ich grundsätzlich ganz gerne rein, darf da aber keinen Schaden für nehmen. Uiuiui, ein Schlüssel. Sehr gut. Itemraum ist auch schon mal gesichert. Was haben wir hier? Noch ein Schlüssel. Sehr gut. Den nehme ich doch gerne an. Den nehme ich doch sehr gerne an. Du darfst mal sterben. Hier da auch. Ach, das sind sogar die Unbeweglichen. Wie langweilig. Ich krieg sogar ein halbes Leben noch wieder, wenn ich eins verlieren sollte. Ein komisches Stück Fleisch. Au, wo wir gerade bei halbem Leben verlieren sind. Ich habe ja noch eins rumliegen. So. Eigentlich hätte ich jetzt gerne sehr schnell den Itemraum gefunden. Dann hätte ich nämlich noch sehr viele Räume gehabt, um meinen Würfel unter Umständen nochmal aufzuladen, falls ich rerollen muss. Aber das scheint irgendwie gerade nicht zu werden. Mal gucken, mit ein bisschen Glück kriege ich auch sowieso direkt was Ordentliches. Dann brauche ich sowieso gar nicht rerollen. Das wäre sowieso am besten. Dann habe ich mir das noch für den Boss aufgehoben. So. Ich mag den D6 eigentlich. Das ist ein richtig cooles Item. Es macht Spaß damit zu spielen. Nur in manchen Runs kann man es halt quasi überhaupt nicht einsetzen. Da sieht man mal, wie viel Schaden das Harlequin-Baby macht, wenn es denn direkt so da steht. Ah, eine Bombe für den... Ja, ich glaube, das ist mir tatsächlich lieber als der Geheimraum. Gerade weil ich beim Geheimraum nicht sicher bin, wo er sein könnte. Na komm, jetzt für viel Danke. So, komm, gucken wir mal da rein. Was haben wir denn da Schönes? Boah, zwei Halbe bringt mir irgendwie nichts. Das ist Lat, das gibt mir ein bisschen Leben dazu. Also, was heißt ein bisschen? Es gibt mir sogar ganz schön viel Leben dazu. Aber... ist die Frage, ob ich das haben möchte. Nee, okay. Das ist jetzt blöd. Hätte ich das Lad mal mitgenommen. Ich wollte nicht den Speed riskieren, den ich dann gar nicht mehr habe. Okay, Femin gibt mir auf jeden Fall einen Cube of Meat. Den kann ich auch nicht wegwürfeln oder irgendwie sowas in der Art. Aber ich kriege auch leider keine Aufladung mehr für meinen Würfel voll hier. Das ist schlecht. Doctor's Remote kann ich also vergessen. Wobei ich damit nochmal ganz kurz eine zusätzliche Bombe habe für Geheimraumsuche. Das ist ja vielleicht auch nicht schlecht. Das werde ich mal gerade tun. Der dürfte nämlich theoretisch hier direkt unter dem Itemraum sein, wenn ich das richtig sehe. Das ist ja hier die Doctor's Remote. So. Dann gehst du einmal nach da unten und machst da einmal Rums. Zack, und dann nehmen wir den Würfel natürlich wieder mit, weil die Doctor's Remote will ich gar nicht haben. Aber wir kriegen immerhin noch einen Haufen Geld und können damit direkt noch in den Shop gehen. Leider nur mit Schlüssel, aber ist ja egal. Und kriegen da vielleicht auch noch irgendwas Schönes. Jetzt habe ich gerade kurz überlegt, wenn wir da Greed kriegen, dann kriegen wir noch eine Aufladung für den Würfel. Aber eine Aufladung reicht leider für den Würfel nicht. Schade. Um die Doctor's Remote... Oh. Ja. Ich würde sagen, damit hat sich das sowieso gegessen mit den Spacebar-Items und den Würfeln und so. Das behalte ich doch mal. Jetzt haben wir wieder einen Candle Run. Naja, ich glaube, den letzten haben wir, glaube ich, gar nicht geschafft, oder? War das der letzte, den wir nicht geschafft haben? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich kann noch mal ein bisschen üben mit der Candle. Das ist ganz nett. Das wollte ich nämlich auch ganz gerne. So... Uah, hässliche Viecher. Also mit der Candle und dem, vor allem hier halt dem Gamepad und der Candle zusammen halt, weil das ja ein bisschen nervig ist. Also ein bisschen blöd zu steuern. Ich habe es natürlich auch wieder vergessen umzustellen oder zu verbessern hier. Die Methode, wie ich das gerne machen möchte. Könnte ich natürlich jetzt gerade so mitten im Spiel machen. Ist ja kein Problem, das Spiel läuft ja sowieso im Fenster, aber ist mir gerade auch irgendwie dann zu... Nee, aber nicht. Einen Shop, da weiß ich nicht, ob ich da rein möchte. Ich gehe erstmal weiter. Gucken wir erstmal weiter. Schauen wir mal. Eigentlich möchte ich hier auch gerne in die Mitte, weil da sind Münzen. Also einen blauen Stein mit zwei blauen Herzen. Das ist aber nett. So. Nein, so machen wir das. Und du darfst auch direkt sterben. Direkt. Möglichst ohne Candle, weil das hat mich letztes Mal schon ein bisschen genatzt zum Teil mit der Candle und solchen Gegnern. Das ist der Wafer, oder? Ja, das ist der Wafer. Der Wafer gibt mir Damage Resistance. Das bedeutet, dass ich nur noch halben Schaden nehme. Also später, am Anfang jetzt nicht unbedingt, aber das war das, was ich meinte mit dem Candle und Explosionsschaden. So kann Probleme machen. Ja.
Also, was wollte ich jetzt gerade sagen? Ach ja, genau, der Wafer. Der Wafer gibt mir Damage Resistance, bedeutet, ich kriege von allem nur noch halben Schaden, auch später, weil später zum Beispiel ab dem Ring bekommt man ja normalerweise einen kompletten Schadenspunkt für getroffen werden. Das tut man mit dem Wafer halt nicht mehr. Das ist einmal die Schaufel. Die Schaufel möchte ich nicht haben und das andere ist, ich weiß es nicht genau, aber ich möchte es glaube ich auch nicht haben. Dankeschön. Zumindest nicht für zwei Herzen. Ich habe nicht so viel. Das muss ja nicht sein. Das ist mir gerade zu riskant, weil eigentlich läuft es ganz gut. Wir haben zwei Follower, wobei der eine halt so ein komischer Meatboy ist, aber das ist ja nicht so schlimm. Boah, komm, ich nehme mir die Münzen mal mit. Für eine Bombe, denke ich, kann man 8 Münzen schon mal nehmen. Gehe auch noch hier oben hin und erkunde ein bisschen. In den Shop, glaube ich, für 10 Münzen. Auf der anderen Seite, ja, ich werde mir sowieso nichts kaufen, außer vielleicht einer Dingens. Dingens vor allem. Dingens ist immer furchtbar wichtig. Einer Habit. Also eine Habit würde ich mir noch kaufen, wobei eine Leiter würde ich mir wahrscheinlich auch noch kaufen. Also ich sollte vielleicht nicht den Shop direkt so abtun. Oh, Sloth. Hallo, Sloth. Ich mag dich nicht, Sloth. Geh sterben, Sloth. Oh, oh. Stirb! Stirb! So. Eine Karte. Der Teufel. Der Teufel ist schön, glaube ich, vielleicht. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, was der Teufel nochmal genau machte. Ich kann das bei den Karten inzwischen eben überhaupt nicht mehr so sagen. Ich habe eine Zeit lang einfach fast keine Karten gekriegt und deswegen weiß ich das irgendwie nicht mehr. Boah, ganz schön viel so normalen Schaden fällt mir gerade so auf. Also viel, ne? Aber ganz schön eigentlich. Wenn ich so neben irgendwas stehe und dann hier mit beiden Followern das Viech treffe, dann macht das auch schon ganz schön viel. So, gebraten. Ja, ich gehe da mal rein und gucke mal. Was haben wir da? Zwei Trollbomben. Na geil. Was haben wir da? Oh, Beast Tail. Auch da bin ich immer noch nicht ganz sicher, was er tut. Da steht immer nur so Cursed? Fragezeichen. Aber pff, keine Ahnung. Irgendetwas tut es. Irgendetwas tut es und ich weiß nicht genau was. Wahrscheinlich weiß es wieder irgendwer und wird sich jetzt ganz derbe darüber beschweren, dass ich das schon wieder nicht mehr weiß, weil er es mir schon mal gesagt hat. Tut mir leid, ich kann mir sowas nicht merken. Vor allem nicht von einer Spielstation auf die andere. Normalerweise kann ich mir solche Sachen ja merken, aber im Moment ist auch einfach, da geht sowas nicht mehr in meinen Kopf rein. So. Uah! Das war ganz schön viel Speed. Nein, nicht auf die Stacheln. Ich brauche den noch, den Schlüssel. Oh. Fleisch. Hallo, Fleisch. Zack. Na, schade, hat nicht gereicht. So, immer mal wieder schön zu sehen, dass das auch über Steine oder sowas übergeht. Das ist der Pieper. Ich glaube, den nehme ich einfach mal mit, weil... Oh ja, warum sollte ich ihn nicht mitnehmen? Ist ja Blödsinn. Ich habe ja den Schlüssel eh nicht mehr. Okay, wir haben den Pieper. Der wuschelt da jetzt so durch den Raum und verhaut Gegner. Zumindest planterweise tut er das. So ein bisschen wie eins von diesen Pieper-Augen halt. Ist es nicht so toll eigentlich, aber hey, müssen wir machen. Besser als gar nichts auf jeden Fall. So. Ins. Du stirbst gleich auch. Du wirst so sterben, mein Freund. So. Sehr gut. Wenn da jetzt eine Trollbombe rauskommt, wird jetzt... Nein, tut es nicht, aber immerhin. Eine normale Bombe. So. Das Problem an dem Pieper ist, er schiebt Bomben durch die Gegend zum Beispiel. Das ist nicht so schön. Oh, zwei Trollbomben. Und da ist der Geheimraum. Aber der Geheimraum bringt mir gerade gar nichts. Aber ich werde ihn in die Luft sprengen, um hier wieder rauszukommen. So machen wir das jetzt. Das hat sich doch durchaus gelohnt. Zack, und die Truhe nehme ich auch noch mit für eine Bombe. Ist da vielleicht irgendwas Sinnvolles drin? Und vielleicht noch ein Geheimraum? Nein, schade. Das ist der Flat Penny. Ja, den Flat Penny nehme ich. Da wusste ich auch mal lange, was er tut. Inzwischen ist das auch schon wieder gegessen. Leider, leider. Der Snizzle und sein tolles Gedächtnis, ne? Kennen wir ja. Ich guck mal in den Shop rein. Ne, toll. Das ist nicht so geil hier.
Ich glaube, ich werde mal das blaue Herz mitnehmen. Und vielleicht, ja, komm, den Schlüssel nehme ich auch wieder mit. Dann habe ich einen auf jeden Fall fürs nächste Stockwerk, für den nächsten Itembaum. Sonst kann man sich da ja immer nicht so sicher sein. Besonders im Moment halt. Das öfters eher mal in die Hose. Jetzt bin ich noch erwischt hier. Hallo. Flup. Ah, das ist ein Boss. Das ist ein Boss-Item. Warum? Ach ja, jetzt weiß ich auch wieder, was der Flat Penny macht. Er gibt mir Schlüssel. Ja, dann hätte ich mir den Schlüssel eben doch nicht kaufen sollen. Jetzt ist die Frage, wie komme ich schlauerweise in den Boss-Challenge-Raum rein? Wahrscheinlich gar nicht. Ohne meinen ganzen... Oh, mehr Schlüssel. Aber ich brauche gerade keinen Schlüssel. Ja, zumindest nicht ohne... was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, genau. Zumindest nicht ohne auch mein normales Leben zu verlieren. So, wir gucken mal da. Da gibt es, ja, das ist schön. Da gibt es noch mehr Bomben. Das ist auch sehr nett, aber bringt mich gerade nicht so 100% weiter. Ah, ich sehe nichts. Und es ruckelt. Also es ruckelt nicht, sondern es stockt ein bisschen. So. So eine Arkade wäre eigentlich cool gewesen, aber ich fürchte, dass... Hilfe! Wow. Weiche aus, Isaac. Das hat ja noch ganz gut funktioniert. Noch eine Truhe. HP ab. Nice. Ich würde trotzdem eigentlich ganz gerne in den Bossraum. In den Boss-Challenge-Raum. Ich gucke mal gerade, was ich jetzt hier... Da werde ich wahrscheinlich... Wow, ist der schnell. Was zum alles in der Welt? Warum ist Chubb so schnell? Ich meine, das ist der Champion. Natürlich ist der schnell. Das ist der Kochlöffel. Mir Speed. Das ist ganz in Ordnung. Und ich glaube, ich weiß, ich habe da ein... Das ist jetzt riskant. Aber ich werde es tun. Und zwar folgende Sache. Ich möchte gerne in den Raum da rein. Und um in den Raum reinzukommen, muss ich ja zumindest mal ein bisschen Leben... hier aber nicht. Wollte ich kein Leben verlieren. Mensch. Beeil dich doch nicht so, Snittle. Ach, Mist, das ist ja noch ein Stachelraum. Naja, dann, ich dachte ich gerade, ich könnte das noch schön verlieren, indem ich wieder so, für so eine komische Truhe in so einem komischen Opferraum gerät. Aber das geht natürlich nicht. Dann machen wir das jetzt so. Ja, komm, das dauert jetzt ein bisschen, ist aber nicht so schlimm. So und noch einer. So, jetzt kommen wir da nämlich rein. Und ich verliere sowieso nur ein halbes Leben, weil ich den Wafer habe. Also egal von was, verliere ich nur ein halbes Leben. Und ich kriege sogar noch ein Leben, das heißt, so schlimm ist das hier gar nicht. Und wir haben da, denke ich, was gut gemacht. Nur dann nachher wieder ein bisschen Leben noch dazu finden, aber das ist nicht so schlimm. Das kriegen wir schon hin. So, die Bosse hier sind ja auch kein Problem. Wir haben ja die Kerze. Die Kerze sind die meisten Bosse eigentlich kein Problem. Die Kerze ist echt so ein Bosskiller, muss man einfach mal so sagen. Die sind schon richtig viel. Sogar noch. Oh, Münzen und Schlüssel und überhaupt. Also die Schlüsselrate mit dem Flat Penny ist schon beachtlich. Krass, nee, da brauche ich auch keine Bombe mehr für die Schlüssel. Das kann ich mir ja sparen. Naja, gut. Okay, das war es dann auch schon wieder auf diesem Stockwerk. Und wir holen uns noch hier die Herzen. Ich laufe natürlich direkt zwischen den Herzen durch. Okay, weiter geht's. Was ist denn für ein netter Raum hier? Zack, und natürlich gibt es für jede Münze noch einen Schlüssel. Das ist ja klar. Warum auch nicht? Böse Viecher. Ja, erwischt. Ist die Kennel natürlich auch ein richtiger Killer. So. Für mir diese Truhe. In dieser Truhe ist leider nur ein halbes Herz drin. Hat sich nicht so richtig gelohnt. Aber hey, ist halt gar nichts. Wie ich immer so schön sage. Stimmt ja auch. Gar nichts ist immer blöd. Dann nehme ich lieber irgendwelche Kleinigkeiten. Hilfe! Autsch. Das war nicht nett. Das war überhaupt nicht nett. Böses Viech. Aua. Schade, das hat mich sogar nochmal getroffen. Hier könnte ein Geheimraum sein. Fällt mir gerade so auf. Ist aber nicht. Na gut, dann nicht.
Der Biber gerade hat, glaube ich, irgendwie böse Sachen gemacht, die ich so nicht wollte. So, einmal quer durch die komischen Fistula-Geräte durch. Ah. Auch und du. Na, dann halt nicht. Dann legen wir da. Und. Nahaha, erwischt. Das war schön. Das war eine schöne Bombe. Warum bin ich eigentlich so schnell? Ich habe doch nur einmal. Kommen wir die. Das Speed ab. Warum bin ich jetzt gerade so schnell? So ungewohnt schnell. Hör auf damit, Mistviech. So. Oh, eine Truhe. Mit einem Schlüssel, einem Herz und jetzt muss ich. Nee, ich gehe lieber von hier unten da lang.